Frankreich 1789. Vielen Menschen geht es schlecht, denn im Jahr davor kam es zu großen Missernten. Die Geldpreise stiegen sehr stark an und viele hatten darum Existenzängste. Das bewog viele Menschen dazu, welche vorher nicht politisch interessiert waren, die politische Bühne zu betreten. Kurz noch eine Erklärung zur damaligen Gesellschaft. In Frankreich gab es eine sogenannte Ständegesellschaft, bestehend aus drei Ständen. Der erste Stand ist der Klerus, der zweite Stand ist der Adel und der dritte Stand besteht aus Bauern und normalen Bürgern, welchem 98% der Menschen in Frankreich angehörten. An der Spitze dieser Ständegesellschaft stand der französische König. Zur damaligen Zeit war es Ludwig der 16. Dieser hatte in der Vergangenheit viele Kriege geführt, beispielsweise den Siebenjährigen Krieg, weshalb Frankreich zudem auch noch hohe Schulden hatte. Als die Steuern, welche der dritte Stand zahlen musste, nicht mehr reichten, und ja, der erste und der zweite Stand mussten keine Steuern zahlen, berief der König eine Versammlung aller Stände ein. Allein, dass es zu so einer Versammlung kommt, ist ziemlich ungewöhnlich damals gewesen, denn der König strebte vor allem eine vollständige Alleinherrschaft an, da er sich von Gott in dieses Amt berufen fühlte. Man nennt dies auch Absolutismus. Bei dieser Versammlung durften alle drei Stände abstimmen, doch jeder Stand hatte nur genau eine Stimme, obwohl der dritte Stand sogar 600 statt 300 Vertreter in die Versammlung schicken durfte. Viele fanden dies ziemlich ungerecht, da nicht jeder Vertreter einzeln abstimmen konnte, weswegen der dritte Stand die Nationalversammlung berief, auch mit Anhängern von Adel und Klerus. Diese sollte eine Verfassung ausarbeiten, wo der König weniger Rechte und das Volk mehr Rechte hatte. Es kommt sogar zum sogenannten Ballhausspur. Das heißt, dass die Abgeordneten nicht auseinandergehen, ehe es eine Verfassung gibt. Der König positionierte dann seine Armee an den Stadtrand, um die Menschen der Nationalversammlung einzuschüchtern. Daraufhin entstand eine Art Bürgerwehr, welche dann für den Sturm auf die Bastille sorgten, was den Beginn der Französischen Revolution markiert. Bei der Bastille handelt es sich außerdem um das Staatsgefängnis, wo zudem viele politische Gefangene waren. Der König musste nachgeben und am 26. August 1789 kam es zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Diese besagten unter anderem die Gleichheit vor dem Gesetz, Meinung und Religionsfreiheit oder das Recht auf Eigentum. Dem König gefiel das alles zwar gar nicht, jedoch unterschrieb er unter Zwang dann trotzdem. Frankreich wurde zudem eine konstitutionelle Monarchie, das heißt, es gab nun ein Parlament und der König musste sich der Verfassung beugen. Es gab außerdem auch ein Wahlrecht, dieses galt aber nur für bestimmte Männer, hauptsächlich für die mit hohem Einkommen. Dieses Wahlrecht nennt man auch Zensuswahlrecht. Da die anderen Nationen in Europa Angst hatten, dass so eine Revolution wie in Frankreich auch bei ihnen ausbrechen könnte, schlossen sich Preußen, Großbritannien und Österreich zu einer Koalition zusammen und führten Krieg mit Frankreich, um dort den König wieder einzusetzen. Daraufhin wurde der König als Sündenbock erklärt, inhaftiert und nach einer Abstimmung 1793 hingerichtet. So wurde Frankreich von einer Monarchie zu einer Republik. Das bedeutet, Frankreich wird jetzt allein vom Volk regiert. Diese Hinrichtung war der Beginn des großen Terrors in Frankreich. Jeder, der im Auge des Staates ein Feind der Revolution war, wurde mit der Guillotine hingerichtet. Diesem Terror fielen selbst kleine Kinder zum Opfer. Die Gruppe, welche dies vorantrieb, nennt man auch die Jakobiner, welche in den Jahren davor immer mächtiger geworden waren, mit Robespierre als Hauptakteur. Mit seiner Absetzung und Hinrichtung 1794 endete dann die Schreckensherrschaft. Bis zum Ende der Revolution durch Napoleon Bonaparte regierte dann bis 1799 ein Direktorium bestehend aus 5 Männern über Frankreich. Dieses Direktoriat wurde aber meistens durch eine Person dominiert und die letzte Person, die dieses Direktoriat führte, bereitete unter anderem Napoleons Staatsstreich vor, was dann die Revolution beendete.